Meinen Sie das? Fourier-Transformation. Gibt es ansonsten vorab irgendwelche Fragen zu irgendwas? Zum Beispiel zu den Feynman-Regeln oder zu sonst irgendwas? Also muss nicht sein, aber falls Sie jetzt was wissen wollen, dann ansonsten würde ich anfangen, weil vielleicht kommt noch jemand, aber ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit mit Warten verbringen. Dann fangen wir an, machen wir weiter mit relativistischer Quantenfeldtheorie. Und zwar sind wir momentan bei dem Thema der Herleitung der Feynman-Regeln. Die Feynman-Regeln erlauben uns ja, Green'sche Funktionen, also solche Vakuum-Erwartungswerte von Feldoperatoren in einer Theorie mit Wechselwirkung zu berechnen, und zwar störungstheoretisch. Zunächst nochmal zu diesen Objekten hier, diesen Green-Funktionen, sind also Vakuum-Erwartungswerte, wobei als Vakuum jetzt hier das Vakuum der vollen Theorie gemeint ist, das heißt der Grundzustand des vollen Hamiltonians mit Wechselwirkung. Das ist also ein nicht trivialer Zustand. Die Feldoperatoren, die hier stehen, sind im Heisenberg-Bild gemeint, das heißt, die erfüllen Zeitentwicklung bezüglich wiederum des vollen Hamiltonians mit Wechselwirkung. Das sind also ebenfalls Objekte, die Informationen über die volle Dynamik der Theorie enthalten. Und ich sagte damals bereits, dass diese Green'schen Funktionen letzten Endes die gesamte Information über die Physik der Feldtheorie beinhalten. Und wie wir aus den Green-Funktionen dann interessante Größen wie Erwartungswerte, Eigenwerte von Operatoren oder Streumatrix-Elemente für Streuprozesse ausrechnen, kommt noch. Aber das ist hier alles drin. Das heißt, in dem Moment, wo wir diese Green'schen Funktionen berechnen können, haben wir einen großen Schritt erreicht und sind eben in der Lage, Quantenfeldtheorien zu berechnen und quantitativ zu bestimmen. Die Feynman-Regeln werden hergeleitet mit diesem Dreisatz von Theoremen, Dyson-Reihe, um überhaupt vom Heisenberg-Bild ins Wechselwirkungsbild überzugehen. Im Wechselwirkungsbild gibt es nur freie Operatoren und freie Vakua und so, und alles ist über die bekannt, über Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren und Fockraumzustände. Dann folgt die Gell-Mann-Loh-Formel, die uns eine genaue Vorschrift angibt, wie man das jetzt ausrechnet über Erwartungswerte von freien Feldern im freien Vakuum. Gibt es diesen Zähler und Nenner, jeweils mit E hoch I mal Integral über die Wechselwirkungs-Lagrange-Dichte. Und dann kommt das Wick-Theorem, was uns sagt, wie man dann freie Vakuum-Erwartungswerte von vielen Produkten von freien Feldoperatoren ausrechnet, nämlich immer über Produkte von diesen Wick-Kontraktionen, also über Produkte von Propagatoren letzten Endes. Und wenn man dann an Beispielen sich überlegt, was dabei letztlich entsteht, entstehen dabei die bekannten Feynman-Regeln und Feynman-Diagramme. Das heißt, wenn wir eine Green-Funktion mit n Feldern haben, dann entstehen Feynman-Diagramme mit genau n äußeren Punkten, für jeden Operator ein äußerer Punkt im Impulsraum, dann mit einlaufenden Impulsen P1 bis Pn. Wenn man dann in n-ter oder k-ter Ordnung in der Wechselwirkung rechnet, dann wertet man dieses E hoch I mal Integral L-int in Ordnung L-int hoch k aus. Und jeder Faktor von dem L-int gibt dann einen inneren Punkt im Feynman-Diagramm, also einen Vertex. An diesem Vertex enden mehrere Linien, nämlich für jeden Feldoperator in dem L-int endet eine Linie am Vertex. Das heißt, es gibt uns eine bestimmte Regel dafür, welche Linien an diesen Vertices angeheftet sind. Im Impulsraum haben wir dann bewiesen, dass an jedem Vertex Impulserhaltung gilt für den Viererimpuls. Die verbleibenden Impulse, die durch Impulserhaltung nicht festgelegt sind, werden integriert in vier Dimensionen. Die Vertexfaktoren ergeben sich dann aus dem Vorfaktor in L-int vor diesen Feldoperatoren. Und den Vorfaktor erhält man am leichtesten, indem man eine Ableitung bildet nach den entsprechenden Feldoperatoren. Dabei entstehen Symmetriefaktoren wie 2-Fakultät, 3-Fakultät und so weiter, die aber nützlich sind, denn die heben typischerweise Faktoren weg, die sowieso auftreten durch Multiplizität in dem Wick-Theorem.
Manchmal fallen aber nicht alle Symmetriefaktoren weg und dann muss man von Hand bestimmen, was übrig bleibt. Und dafür braucht man eine gewisse Übung und Erfahrung, die wir hier uns schon erarbeitet haben. Die Propagator-Feynman-Regel steht nochmal hier. Die hatten wir explizit berechnet als Erwartungswert von freien Feldoperatoren. So, das ist also die Liste der Feynman-Regeln im Impulsraum für Green'sche Funktionen. Und im weiteren Verlauf des Semesters werden wir natürlich noch viele Feynman-Diagramme betrachten und auch ausrechnen. Und wir werden uns auch über die physikalische Bedeutung der Green'schen Funktionen klar werden, sodass ich jetzt hier nicht noch unzählige weitere Beispiele direkt anfügen werde. Das heißt, heute werden wir dieses Kapitel der Herleitung von Feynman-Regeln beenden und danach eben mit den Feynman-Diagrammen und Feynman-Regeln arbeiten. Einige Bemerkungen will ich heute einfach anfügen, teils mit Beweis, teils ohne Beweis. Die erste Bemerkung entspricht der Übungsaufgabe, die Sie aktuell haben, nämlich falls in der Lagrange-Dichte eine Ableitung auftaucht, falls in L-Int also so ein Term auftritt mit einer Ableitung d-μ-φ, dann ändert sich an unseren Herleitungen zweierlei. Nämlich erstens stimmt jetzt nicht mehr, dass man bei der Legendre-Transformation zwischen Lagrange und Hamilton-Formalismus, dass sich der kanonisch konjugierte Impuls nicht mehr ändert beim Übergang von L0 zu dem vollen L. Denn hier taucht eine zusätzliche Zeitableitung vom Feldoperator auf. Das heißt, die Legendre-Transformation würde sich ändern und dann stimmt nicht mehr. Im Allgemeinen ist dann der Wechselwirkungs-Hamiltonian nicht mehr gleich minus der Wechselwirkungs-Lagrange-Dichte. Und in der Übungsaufgabe haben Sie ein konkretes Beispiel dafür. Das heißt, in unserer Herleitung der Gell-Mann-Loh-Formel hätten wir dann erstmal ein Problem, weil wir da angenommen haben, dass das gilt. Und es gibt aber ein zweites Problem, nämlich es gibt ein weiteres Problem, nämlich es taucht dann auf so eine Wick-Kontraktion. Und letzten Endes wird alles auf Wick-Kontraktionen zurückgeführt und diese Wick-Kontraktion enthält jetzt ein zeitgeordnetes Produkt von Termen, die in dem L-Int auftauchen, zum Beispiel von solchen Ableitungstermen. Und so ein zeitgeordnetes Produkt ist jetzt nicht unbedingt Lorentz-invariant. Das heißt, das ist nicht das Gleiche, wie wenn Sie diese Ableitung hier rausziehen. So. Die untere Zeile ist Lorentz-invariant oder Lorentz-kovariant, denn wir haben bewiesen, dass der Propagator hier ohne Ableitungen eine Lorentz-invariante Größe ist. Das heißt, wenn wir den von außen mit dμ ableiten, bleibt das natürlich Lorentz-Kovariant. Aber das ist nicht gleich der ersten Zeile hier. Und der Unterschied ist ein nicht Lorentz-Kovarianter Term, wo explizit die Zeitableitung ausgezeichnet ist. Das heißt, die obere Zeile hier ist nicht Lorentz-Kovariant. Hat also ein kompliziertes Verhalten unter Bezugssystemtransformation. Und was jetzt passiert, magischerweise, ist, dass beide Probleme sich gegenseitig auslöschen. Das heißt, diese nicht-Lorentz-kovarianten Terme, die hier wirklich auftreten würden in dem Wick-Theorem, die heben genau die nicht-Lorentz-kovarianten Terme weg in dem H-Int, die sich von dem Minus-L-Int unterscheiden. Das heißt, das Rezept, was man dann für die Praxis gewinnt, ist, man vergisst einfach beide Probleme und man rechnet so, als ob wir immer hier h-int gleich minus l-int haben und als ob wir trivialerweise die Ableitungen aus dem t-Produkt herausziehen können. Und das gilt, weil sich beide Probleme gegenseitig aufheben und das werden Sie in der Übung ausrechnen. Sie werden also genau ein Beispiel bekommen, welche nicht-kovarianten Terme entstehen hier, welche nicht-kovarianten Terme entstehen da und dann können Sie sich überlegen, dass die in Feynman-Diagrammen dann wegfallen. So, diese Probleme kompensieren einander. Und letztlich entsteht eine einfache Regel, nämlich
Erstens, wir ersetzen den Wechselwirkungs-Hamiltonian tatsächlich immer durch minus L-Int, so wie wir es bisher auch gemacht haben. Das heißt, unsere Gell-Mann-Low-Formel bleibt exakt gültig, so wie wir es bisher hatten. Und am Vertex haben wir im Impulsraum einfach die Regel, dass wenn Sie hier eine Kontraktion haben von so einer Ableitung, die aus dem L-Int entsteht, dann kann man die Ableitung rausziehen und die Fourier-Transformation liefert dann einfach, dass die Ableitung in minus I mal den Impuls übergeht von diesem entsprechenden Feldoperator, der abgeleitet wird. Das heißt, die Ableitung hier geht in minus I mal den einlaufenden Impuls in so einen Vertex über. Also wenn Sie hier den Vertex haben, der diesem hier entspricht, dann hat man hier eine Linie und in den Vertex läuft entlang dieser Linie der Impuls P ein. Dann heißt es, dass I mal d μ in dem L-Int übergeht in den einlaufenden Impuls am Vertex. So dass wir einfach diese Zusatzterme aus dem T-Produkt ignorieren können und diese Regel zwischen Ortsraum und Impulsraum entspricht eben unserer ganz normalen Fourier-Transformation. Und solche Feynman-Regeln mit Ableitungen tauchen manchmal auf, zum Beispiel bei Young-Mills-Theorien gibt es in der Wechselwirkung auch Ableitungsterme oder auch bei der Wechselwirkung vom Higgs mit Eichbosonen gibt es ebenfalls Ableitungsterme in der Wechselwirkung. Und da ist dann eben diese Regel wichtig, dass man I mal der Ortsableitung ersetzt durch den einlaufenden Impuls am Vertex. Dann wollte ich eine weitere Verallgemeinerung nochmal durchgehen, die relativ klar ist, nämlich komplexe Felder schauen wir uns einfach mal Beispiel Feynman-Diagramme an mit komplexen Feldern. Nehmen wir also an, Phi ist ungleich Phi Decker. Und so, wie wir es damals quantisiert haben, als wir ein komplexes Feld kanonisch behandelt haben, dann gilt nämlich, dass so eine Kontraktion zwischen Phi und Phi selbst gleich Null ist, weil hier Vernichter für Teilchen und Erzeuger für Antiteilchen drinstehen und die kommutieren komplett miteinander, sodass immer ein Vernichter aufs Vakuum trifft und deswegen Null rauskommt. Aber so etwas, Kontraktion von Phi mit Phi Decker, das ist eben nicht Null und liefert das Übliche. So grafisch würde das eben liefern, wenn man hier Argument x1, Argument x2 hat, dann läuft das von der Punkt 2 zum Punkt 1 und das ist nicht Null, sondern im Impulsraum ist es das übliche I durch P Quadrat minus M Quadrat plus I Epsilon. Dann könnten wir auch noch eine Theorie betrachten, wo es zusätzlich zum komplexen Feld noch ein reelles Feld gibt, Phi 0 gleich Phi 0 Decker. Da wäre dann die Kontraktion von Phi 0 mit Phi 0 natürlich ungleich 0. Das wäre dann zum Beispiel so eine gestrichelte Linie von 2 nach 1, hier x1, x2, ist ebenfalls ungleich 0 und hat im Pulsraum ebenfalls den üblichen Wert i durch p Quadrat minus m Quadrat plus i Epsilon. Und dann könnte man aber auch fragen, was passiert jetzt, wenn ich so etwas hinschreibe, Kontraktion vom komplexen Feld mit dem reellen Feld,
Da stehen dann jetzt Erzeuger und Vernichter für dieses neutrale Teilchen, hier Erzeuger und Vernichter für das geladene Teilchen bzw. Antiteilchen. Die kommutieren wieder alle miteinander, sodass hier dann letztlich immer ein Erzeuger oder Vernichter aufs Vakuum trifft und 0 herauskommt. Das heißt also, in der Theorie, wo es verschiedene Sorten von Feldern gibt, gibt es viele Möglichkeiten für solche Zweipunktfunktionen. Und die meisten sind 0, nur wenige sind ungleich 0. Hier in dem Fall ist alles 0 außer Phi, Phi, Decker und außer Phi, 0, Phi, 0. Alle anderen Kombinationen sind 0. Also im Allgemeinen sind einfach nicht alle Kontraktionen ungleich 0. So, und jetzt können wir mal ein Beispiel-Feynman-Diagramm aufschreiben und dann einfach uns illustrieren, was in so einer Theorie mit mehreren Feldtypen so vorkommen kann. Wählen wir also irgendein Beispiel, Lint, machen wir mal minus G1 mal Phi 0 mal Phi Kreuz Phi. Das hatten Sie auch in der Übung. Ich möchte es hier noch ein bisschen modifizieren, machen wir noch minus G2 mal Phi Kreuz Phi mal Phi Kreuz Phi. Das heißt, unsere Wechselwirkungs-Lagrange-Dichte hat jetzt zwei Summanden. Einen Summand mit der Kopplung G1, einen zweiten Summand mit der Kopplung G2. Der hier ist ein Produkt aus drei Feldern, der andere ist ein Produkt aus vier Feldern. Und dann könnten wir mal eine Green-Funktion berechnen, zum Beispiel diese hier. Vakuumerwartungswert von einer Vierpunktfunktion mit vier geladenen Feldern. Phi von x1, Phi Kreuz von x2, Phi von x3, Phi Kreuz von x4. Und das Ganze machen wir gleich im Impulsraum, also hier Fourier-Transformation und dann letztlich Argumente P1 bis P4 als einlaufende Impulse. Okay, und dann ist die Frage, was jetzt hier für Feynman-Diagramme und was für ein Ergebnis entsteht. So, und der Unterschied zu früher ist eben, dass unsere Lagrange-Dichte zwei Summanden enthält. Das heißt, jeder Summand liefert mögliche Terme in Wick-Theorem und der Gell-Mann-Loh-Formel und jeder Summand liefert dann mögliche Formen von Vertices, also Wechselwirkungspunkten. Dieser hier würde einen Vertex liefern, an den ein Phi 0 und zwei Phis dran koppeln. Der hier liefert einen Vertex, an den vier Phis dran koppeln. Das heißt, es liefert unterschiedliche Bilder für Feynman-Diagramme und Feynman-Regeln. Schauen wir es uns konkret an. Gucken wir mal, was als erstes mal passiert, wenn wir in der Ordnung G2 rechnen. Nehmen wir also diese Kopplung G2 hier und gucken in erster Ordnung bezüglich dieser Kopplung störungstheoretisch unsere Green-Funktion an. Das heißt, wir denken uns jetzt die Gell-Mann-Loh-Formel ausgewertet, e hoch i mal Integral über L-Int, ausgewertet in erster Ordnung von dem G2. Das heißt, wir brauchen erstmal erste Ordnung von L-Int und innerhalb von L-Int nehmen wir nur den G2-Term mit. Dann werden wir geführt auf diesen Erwartungswert hier, freies Vakuum, T-Produkt und dann Phi, vereinfacht das mal, Phi, Phi Kreuz, X2, Phi, X3, Phi Kreuz, X4 und dann dieser Term aus dem Anteil von L-Int, Phi Kreuz, Phi, Phi Kreuz, Phi, alles insgesamt an einer Stelle Y. Und dann wieder Vakuum. Okay. Und dann kommt natürlich dazu das Integral über Y, der Vorfaktor minus I mal G2 und Fourier-Transformation in den Impulsraum. Aber hier sehen wir, welche Kontraktionen entstehen und was das Feynman-Diagramm dann ist. So, welche Kontraktionen entstehen da? Da entstehen natürlich wieder so triviale Kontraktionen, wie beispielsweise die äußeren Felder mit sich kontrahiert, diese äußeren Felder mit sich kontrahiert und dann hier der Vertex mit sich kontrahiert. Und vielleicht können Sie sich schon vorstellen, ich male es hier mal nur ganz kurz daneben, weil dieses Diagramm ist eben nicht interessant. 1 mit 2,
3 mit 4 ist verbunden und dann haben wir einen Punkt Y, an den zwei Propagatoren angeheftet sind. Das ist hier ein Vakuumdiagramm und die Vakuumdiagramme fallen ja weg in der Gell-Mann-Loh-Formel. Das heißt, dieses Diagramm trägt nicht bei. Das heißt, das können wir schon mal ignorieren. Ein interessantes Diagramm gibt es dann zum Beispiel, wenn wir X1 mit so einem Phi-Kreuz verknüpfen vom Vertex, Phi-Kreuz von X2 auch mit dem Vertex verknüpfen, Phi von X3 mit einem Phi vom Vertex verknüpfen und X4 ebenfalls mit dem Vertex verknüpfen. Dann kriegen wir nämlich so ein Bild. Hier haben wir unseren Vertex Y und jedes äußere Feld ist jetzt mit dem Vertex verknüpft. Das heißt, hier X1, der äußere Punkt, liefert eine Linie vom Vertex Phi Kreuz zu Phi von X1. Dann der äußere Punkt X2, der geht zum Vertex. Phi Decker von X2 ist verknüpft mit dem Phi am Vertex. Der äußere Punkt X3 ist hier verknüpft mit dem Phi Decker vom Vertex. Das heißt, eine Linie geht vom Vertex zu X3. Und hier X4 geht zum Vertex. Das wäre also das Feynman-Diagramm, das dieser Kontraktion entspricht. Und das ist das einzige Diagramm, was jetzt wirklich interessant ist, wo alle Linien auf nicht-triviale Weise wechselwirken und nicht so eine äußere Linie einzeln übrig bleibt. Und was ist jetzt der mathematische Ausdruck für diesen Term? Der mathematische Ausdruck kommt jetzt daher, dass dieses Diagramm multipliziert ist mit dem minus G2 aus dem L-Int, dann mal I aus der Gell-Mann-Loh-Formel wegen E hoch I Integral L-Int. Und dann haben wir jetzt hier wie viele verschiedene Kontraktionen, die zum selben mathematischen Ausdruck führen. Was ist also der Symmetriefaktor? Hier können wir nämlich, unser Phi von X1 muss mit einem der zwei Phi-Decker verbunden werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Dann das Phi-Decker von X2 muss mit einem der zwei Phis verbunden werden. Dafür gibt es nochmal zwei Möglichkeiten. Und dann ist aber der Rest festgelegt. Das heißt, es gibt haargenau vier Möglichkeiten für Wick-Kontraktionen, die zu diesem identischen Bild führen. Das heißt, wir kriegen einen Vorfaktor 4. Und das implementieren wir dadurch, dass wir sagen, der Vertex-Faktor für diesen Vertex ist gleich minus 4 mal i g2. Und diese 4 implementiert den Symmetriefaktor, den wir gerade genannt haben. Und das entspricht auch genau unserer allgemeinen Regel, dass wir die Symmetriefaktoren am Vertex bekommen, indem wir ableiten nach den entsprechenden Feldern. Wenn wir nämlich dieses L-Int ableiten nach Phi Decker und nach Phi, dann kommt genau dieser Vorfaktor 4 heraus. Das heißt, diese Theorie hier mit den zwei Summanden in L-Int enthält also als erstes mal diese Feynman-Regel für Vertices und das liefert eine Möglichkeit, wie man Feynman-Diagramme bekommt und hier ist ein Feynman-Diagramm mit diesem Vertex. So, Vertex bedeutet immer, das ist die Regel nur für den Punkt und dann kommen hier jetzt noch vier Faktoren hinzu für diese vier äußeren Linien. Das heißt, im Impulsraum ist das Gesamtergebnis für dieses Diagramm ist gleich der Vertex-Faktor minus i mal g2 mal 4 mal dem Produkt der vier äußeren Linien. Und die vier äußeren Linien haben den Wert i durch p1² minus m2, ich lasse das i epsilon mal weg, mal i durch p2² minus m2, mal i durch p3² minus m2, mal i durch p4² minus m2. Das ist das genaue Ergebnis für dieses Feynman-Diagramm, also für einen Beitrag zur Green-Funktion im Impulsraum mit allen Vorfaktoren. Und jetzt machen wir weiter. Wir schauen also, welche weiteren Feynman-Diagramme es gibt zu derselben Green-Funktion.
Und in Ordnung G2 gibt es keine weiteren Feynman-Diagramme, außer trivialen, die keine äußeren Linien oder die freie äußere Linien haben. Aber es gibt weitere Feynman-Diagramme, wenn wir diesen anderen Vertex nutzen mit dem Phi 0. Genau, das ist das Endergebnis für den Wert der Green-Funktion nach der Fourier-Transformation, so wie wir es definiert haben. Und die Fourier-Transformation geschieht sozusagen bezüglich der, also der vier äußeren Punkte x1 bis x4, die werden verwandelt zu p1 bis p4 mit der Fourier-Transformation, mit der Vorzeichenkonvention vom letzten Mal und dann auch noch abspalten von einer impulserhaltenden Delta-Funktion, die automatisch hier auftreten würde bei dem Fourier-Integral. Mal G2, ja, minus I mal G mal 2 mal 4. Genau. Also die Illustration ist die, dass wir einmal in der letzten Stunde erklärt haben, was passiert bei den Bausteinen der Fourier-Transformation. Man hat dann ja diverse Sorten von Integralen. Wir haben ein Integral über den Punkt Y, der liefert eine Delta-Funktion für die vier einlaufenden Impulse. Dann haben wir vier Integrale für jedes äußere X und die liefern jeweils eine Delta-Funktion dafür, dass der Impuls an dem Propagator gleich dem vorgegebenen äußeren Impuls ist. Dann entsteht automatisch eine impulserhaltende Delta-Funktion, die wir weglassen. Und diese Regeln hier kann man wortwörtlich anwenden, um das Ergebnis zu erhalten. Und das entspricht auch dem, was man bei einer umständlichen Rechnung herausbekommen würde. Okay, also ich möchte nur kurz angeben, wie es weitergeht. Wenn wir jetzt in Ordnung von dem anderen Vertex arbeiten, also vielleicht lösche ich das einfach. So. Okay, gleicher Startpunkt. Aber was passiert, wenn wir in Ordnung von dieser ersten Kopplung rechnen, aber in Ordnung G1 Quadrat? Dann passiert das, dass wir das e hoch i l-int bis zur Ordnung l-int hoch 2 auswerten müssen und die Terme mit dem g1 nur mitnehmen. Und dann erhalten wir hier einen Ausdruck Vakuum, dann diese ersten Phis, phi 1, phi 2 Decker, phi 3, phi 4 Decker und dann zweimal so einen Ausdruck, phi 0, phi Decker, phi am Punkt y1. Phi 0, Phi Decker, Phi am Punkt y2, dann Vakuum. Okay. Und dann müssen wir jetzt wieder schauen, welche Kontraktionen es gibt und wie die entsprechenden Feynman-Diagramme dann aussehen. Okay. Was gibt es da dann? Wenn wir direkt die nicht-trivialen Feynman-Diagramme uns anschauen, dann muss ein äußeres Feld mit einem Vertex verbunden sein. Also fangen wir an. Phi 1 muss jetzt mit irgendeinem Phi Decker verbunden sein. Da gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich entweder dieses Phi Decker oder das Phi Decker, aber die Möglichkeiten sind äquivalent, weil die Vertices sind gleichbedeutend über y1 und y2 wird integriert. So, also das liefert das. Dann Phi 2 kann verbunden werden mit irgendeinem Phi, entweder mit dem oder mit dem. Sagen wir mal so. Dann liegt der Rest eindeutig fest, Phi 3 muss jetzt hier verbunden werden und Phi 4 muss hier verbunden werden und die Phi 0s müssen miteinander verbunden werden, denn alle anderen Kontraktionen von Phi 0 mit irgendwas ist ja 0, außer Phi 0 mit sich selbst. So, wie sieht das Bild aus für diese Kontraktion? Wir haben jetzt hier Punkt 1, 2, die werden beide mit demselben Vertex y1 verbunden. Also sieht das so aus. Dann haben wir hier eine Linie von Phi 0 am einen Vertex zu Phi 0 am anderen Vertex.
Hier ist dann der andere Vertex, Y2. Und dann ist das Phi Kreuz und Phi an diesem zweiten Vertex verbunden mit Phi 3 und Phi 4. Also kriegen wir so ein Feynman-Diagramm dieser Verknüpfung. Und jetzt ist eine Frage, ist das das einzige, oder zuerst die erste Frage, was ist der Symmetriefaktor dieses Diagramms? Genauer, was ist die Multiplizität? Wie viele Wick-Kontraktionen liefern genau dieses identische Bild und die identische mathematische Formel? So, erstens mal, wenn wir komplett den Y1 und Y2-Block vertauschen, kriegen wir denselben mathematischen Auszug. Davon kriegen wir ein 2-Fakultät, was die 1 durch 2-Fakultät aus der E-Funktion kürzt. So soll es sein. Das passiert ja normalerweise, wie ich Ihnen gesagt habe. Hier ist schon mal gut. Also 2-Multiplizität. Dann gibt es sonst überhaupt keine weitere Multiplizität. Alles andere ist nämlich eindeutig. Das heißt, das Diagramm kürzt die 1 durch 2-Fakultät aus der E-Funktion. Sonst passiert nichts bezüglich Symmetriefaktoren oder Multiplizität. Und das ist auch okay. Das heißt, die Feynman-Regel wäre einfach minus i mal g1 an jedem Vertex ohne weiteren Faktor. Also Vertex. Dieser Vertex hier mit so einer Phi-Null-Linie und einer Phi-Kreuz und einer Phi-Linie hat den Wert minus i mal g1 und das entspricht auch der allgemeinen Regel, dass man den Vorfaktor durch die Ableitung gewinnt. Wenn Sie hier die Lagrange-Dichte ableiten, nach Phi 0, Phi Kreuz und Phi kommt kein Vorfaktor heraus, außer minus g1. Schön. Nächste Frage, ist das das einzige interessante Feynman-Diagramm? Oder ist das die einzige interessante Wick-Kontraktion, die nicht null ist? Es gibt eben eine weitere Möglichkeit, nämlich wir hatten angefangen mit Phi 1, das wird OBDA verknüpft mit Phi Kreuz. Das ist noch keine Einschränkung. Aber dann Phi 2 wurde verknüpft mit diesem Phi, aber da hätten wir auch das andere Phi auswählen können für die Verknüpfung. Und das würde natürlich topologisch zu einem anderen Diagramm führen. Denn jetzt ist Phi 1, Phi 2 am selben Vertex. Im anderen Fall wären die an verschiedenen Vertices. Das heißt, das ist eine unterschiedliche Kontraktion und ein unterschiedlicher mathematischer Ausdruck. Wenn ich das also in einer anderen Farbe hier andeute, dann wäre die zweite Möglichkeit hier erstmal gleich. Phi 1 wird mit demselben Phi Kreuz verknüpft, aber Phi 2 wird jetzt mit dem anderen Phi verknüpft als vorher. Der Rest ist dann wieder eindeutig. Wenn ich es einzeichne, wird es unübersichtlich, aber auf jeden Fall ist der Rest eindeutig. Phi 3 muss jetzt verknüpft werden hiermit und Phi 4 muss verknüpft werden damit und Phi 0 mit sich selbst. Aber der entscheidende Punkt ist, dass eben jetzt quasi die Rolle von Phi 2 und Phi 4 vertauscht wurde. Und das heißt, das entsprechende Bild für diese gelbe Kontraktion sieht jetzt so aus. In der gelben Kontraktion geht der äußere Punkt 1 nach wie vor zum Vertex Y1, aber dann ist er verknüpft mit dem Phi 4. Wenn ich die Pfeile einzeichne, sieht das so aus. Und dann sind die beiden Vertices verknüpft, Y1, Y2. Und an Y2 koppelt dann dran das Phi 3. Und Phi 2. Also ist praktisch die Rolle von 2 und 4 hier vertauscht. Ja, bitte. Nee. In dem Zwei-Fakultät stecken die zwei Varianten, dass man Y1 und Y2 vertauscht. Das kürzt das Zwei-Fakultät. Aber das hier liefert ja einen verschiedenen mathematischen Ausdruck. Und was daran verschieden ist, sehen wir jetzt, weil jetzt werde ich den mathematischen Ausdruck mal genau aufschreiben.
nämlich im Impulsraum. Können wir mal das Ergebnis aufschreiben? Ergebnis im Impulsraum. Da gilt an jedem Vertex Impulserhaltung. Und die äußeren Impulse sind durch die Fourier-Transformation vorgegeben. Das heißt, wir haben vorgegeben, dass die äußeren Impulse P1, P2, P3, P4 sind, alles einlaufend. Das gilt in jedem Diagramm. Und jetzt gilt an jedem Vertex Impulserhaltung. Das heißt, welcher Impuls fließt jetzt in dieser gestrichelten Linie? Hier fließt jetzt der Impuls Q, der durch Impulserhaltung gegeben ist, und das ist P1 plus P2. Im anderen Diagramm aber läuft ein dasselbe, P1, aber hier läuft ein P4 und so weiter. Und wenn ich hier jetzt den Impuls mal K nenne, der von oben nach unten läuft, dann läuft jetzt entlang der gestrichelten Linie der Impuls K gleich P1 plus P4. Und das ist nicht derselbe Impuls wie hier. Und das heißt, die Feynman-Regel für diese Linie ist ja 1 durch den entsprechenden Impuls zum Quadrat. Die Feynman-Regel für die Linie hier ist 1 durch diesen entsprechenden Impuls zum Quadrat. Die Linien haben unterschiedliche Feynman-Regeln. Der mathematische Ausdruck für die Feynman-Diagramme ist also sehr verschieden. Schreiben wir es auf. Das Gesamtergebnis im Impulsraum für die Summe von diesen zwei Diagrammen ist gleich das Produkt der Vertexfaktoren minus i mal g1 insgesamt zum Quadrat, weil wir zwei solche Vertices haben. Dann mal dem Produkt der äußeren Propagatoren. Das ist das gleiche wie vorher, nämlich i geteilt durch p1² minus m² mal i durch p2² minus m² mal i durch p3² minus m² mal i durch p4² minus m². Das ist das gleiche wie vorher. Aber jetzt multipliziert mit der Feynman-Regel für die innere Linie. Und die ist bei beiden Diagrammen verschieden. So, beim ersten Diagramm ist die innere Linie i geteilt durch q² minus die entsprechende Masse zum Quadrat. Schreiben wir es explizit hin. I geteilt durch p1 plus p2 zum Quadrat minus die Masse des entsprechenden Feldes in der freien Theorie, nennen wir es m0. Das ist nicht die gleiche Masse wie die von dem geladenen Feld. Plus die Feynman-Regel für den Propagator im anderen Diagramm, und das ist dann i geteilt durch p1 plus p4 zum Quadrat minus m0². Das heißt, diese Diagramme sind mathematisch verschieden und die sind auch physikalisch verschieden. Und das wollte ich jetzt eben überhaupt mal diskutieren. Es kann eben physikalisch was Interessantes passieren. Zum Beispiel kann eben in so einem Diagramm mal der Nenner 0 werden oder der Nenner mindestens sehr klein werden. Es kann eben sein, dass die Summe von zwei Impulsen, P1 plus P2 zum Quadrat, gerade gleich oder ungefähr gleich dieser Masse M0 ist. Dann würde sich der entsprechende Propagator aufblähen. Und es kann eben sein, dass, wenn Sie jetzt hier eine konkrete Green-Funktion ausrechnen, stellen Sie sich vor, die beschreibt eine Streuung am LHC, dann sind das vielleicht die zwei einlaufenden Impulse von den zwei Protonen. Und die könnten sich aufaddieren, so dass die gleich werden zusammen irgendeiner Masse von so einem virtuellen Teilchen. Dann bläht sich der eine Propagator auf, aber der andere eventuell nicht. Dann haben natürlich die zwei Feynman-Diagramme mathematisch eine völlig unterschiedliche Bedeutung. Da gibt es eben jedenfalls allgemein die Möglichkeit für solche Resonanzen, dass also Propagatoren sehr große Werte annehmen und dadurch dann Streuungswahrscheinlichkeiten sehr stark ansteigen. Die physikalische Situation, die man dabei hat, ist ja, dass man, sagen wir mal, zwei leichte Teilchen kollidiert, aber wenn sie die kollidieren, genau mit so einer Energie, dass die Summe der einlaufenden Impulse zum Quadrat, das entspricht der Schwerpunktsenergie zum Quadrat, gleich der Masse von so einem virtuellen Teilchen wird, dann kriegen sie eine Resonanz und eine unheimlich große Erhöhung des Wirkungsquerschnitts. Wenn man dann also die Wahrscheinlichkeit für eine Streuung oder den Wirkungsquerschnitt aufträgt,
als Funktion von dieser Variable p1 plus p2 zum Quadrat, dann sieht es halt so aus, dass Sie hier einen Peak bekommen. Und das ist natürlich experimentell sehr gut zu untersuchen. Über sowas kann man dann auch indirekt herausfinden, was die Masse von solchen virtuellen Teilchen wäre. Okay, also das war ein Beispiel für eine Theorie mit mehreren unterschiedlichen Feldern. Dass Sie das auch mal gesehen haben. Dann wollte ich lediglich noch ein paar weitere Kurzbemerkungen machen. Ja, klar. War das jetzt schon alle Vertex-Ds im Gegenquadrat? Alle Feynman-Diagramme? Es waren sicherlich nicht alle Feynman-Diagramme, denn ich habe alle Feynman-Diagramme weggelassen, die keine Wechselwirkung haben zwischen äußeren Teilchen und den Vertices. Ich habe die Kontraktion so gewählt, dass jedes äußere Teilchen mit irgendeinem Vertex verbunden ist. Es gibt auf jeden Fall auch solche Feynman-Diagramme, die zum Beispiel so aussehen. Eins ist mit zwei verbunden, allein, und dann kriegen Sie drei und vier, macht irgendwas. Was könnten die dann machen? Die könnten zum Beispiel so etwas hier machen. Genau, also das Feynman-Diagramm gibt es, das ist nicht null und das fällt auch nicht weg. Die Vakuum-Diagramme fallen ja weg, wegen Nenner der Gell-Mann-Loh-Formel, aber solche Diagramme fallen nicht weg, aber die sind oft uninteressant. Wenn man zum Beispiel weiß, dass an jedem Vertex Impulserhaltung gilt, dann heißt es für dieses Diagramm, das Diagramm ist nur dann ungleich null, wenn der Impuls von 1 und 2 alleine erhalten ist. Das heißt, der Impuls P2 muss gleich minus P1 sein. Andernfalls ist diese Linie gleich 0. Und hier ebenfalls, hier ist der Impuls erhalten, hier auch erhalten. Das heißt, in dieser Linie fließt Impuls gleich 0, weil der nirgends hinfließen kann. Und das heißt wiederum, der Impuls von 3 und 4 muss auch sich zu 0 addieren. Das heißt, dieses Diagramm ist nur ungleich 0 unter der Bedingung P1 gleich minus P2 und P3 gleich minus P4. Und wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, ist das Diagramm 0 und dann fällt es weg. Aber falls die Bedingung erfüllt ist, ist das Diagramm nicht 0 und trägt bei. Aber in dem Sinne nehmen wir oft an, was ja die Normalsituation ist, dass alle Impulse voneinander verschieden sind und nicht irgendeine Teilmenge von Impulsen bereits für sich erhalten ist. Das wäre ein Sonderfall. Auf jeden Fall ist am Ende richtig, dass die Liste der Feynman-Regeln vollkommen ausreicht, um alle Diagramme zu rekonstruieren. Wenn Sie das Wieck-Theorem vergessen und sich nur an diese Tabelle von Regeln halten, dann kommen Sie ebenfalls auf alle Diagramme, die es gibt, zum Beispiel auch auf das, was Sie gerade genannt haben. Ja? Nein, die Vakuum-Diagramme sind alle Diagramme, die keine äußere Linie haben, zum Beispiel so etwas. Diagramme ohne äußere Linie. Und sowas hier. Das ist jetzt ein Produkt aus einer Linie und einem Vakuumdiagramm. Das trägt nicht bei zu Green-Funktionen, weil durch Zähler geteilt durch Nenner in der Gell-Mann-Loh-Formel genau dieser Anteil hier weggekürzt wird. Das ist die Aussage. Ja. Wenn Sie da jetzt diese inneren U oder K irgendwie nachschreiben, ist das egal. Also, die Richtung des Impulses ist in dem Fall egal. Wenn die Richtung aber nicht egal ist, ist eindeutig, wie Sie das benennen müssen. Also ich hatte ja eben gerade die Richtung sogar angedeutet mit einem Pfeil. Und dann ergab sich Q ist gleich P1 plus P2. Allerdings die Regel enthält dann nur noch Q². Dann ist das Vorzeichen egal. Können Sie sich irgendeine Richtung auswählen, aber in Fällen, wo die Richtung nicht egal ist, müssen Sie halt auch andeuten, in welche Richtung messen Sie Ihren Impuls und dann ist das Ergebnis eindeutig und dann wird auch eindeutig sein, welchen mathematischen Auszug Sie kriegen. Gut.
Dann wollte ich gerade noch mal kurz angeben, was passiert, wenn Sie noch mehr Felder haben, sagen wir mal viele reelle Felder. Zum Beispiel L0 ist gleich 1/2 Summe über I und dann d μ phi I zum Quadrat minus mi Quadrat phi I Quadrat. Das heißt, es gibt jetzt viele freie skalare Felder mit einem Index I. Alle Felder sind analoger Form, aber sind halt unterschiedlich und die haben jeweils auch irgendeine unterschiedliche Masse. Ja, was ergibt sich dann, wenn Sie diese Theorie quantisieren? Dann haben Sie einfach eine Zusammensetzung von vielen unabhängigen freien Feldtheorien, die alle von der gleichen Art sind, wie die, die wir kennen. Das heißt, Sie kriegen dann, dass natürlich immer gilt, Propagator von phi i zu demselben Feld phi i, wenn man dann Fourier transformiert, ist es gleich i geteilt durch p Quadrat minus die entsprechende Masse mi Quadrat plus i Epsilon. Aber was passiert jetzt, wenn Sie den Propagator betrachten zwischen zwei verschiedenen Feldern phi i phi j? Dann ist es eben so, dass wenn Sie hier zwei unterschiedliche Feldoperatoren haben, haben die nichts miteinander zu tun. Das heißt, die Erzeuger und Vernichter von denen jeweils kommutieren komplett. Das heißt, wenn i ungleich j ist, kommt 0 raus. Daraus folgt, das Ergebnis im Allgemeinen ist einfach Kronecker Delta ij mal zu einem Propagator für das Feld i. Das ist sofort klar. Aber das kann man ein bisschen verallgemeinern. Nämlich, Sie können dieselbe Lagrange-Dichte durch partielle Integration, denn die Wirkung ist ja letztlich nur relevant, auf die Form bringen, dass wir die Ableitung hier umschaufeln. Dann haben wir hier Summe über i, sagen wir mal phi i, und dann haben wir das eine dμ umgeschaufelt auf das andere, phi, und dann haben wir hier einen D'Alembert-Operator mit minus, minus mi Quadrat und hier dann phi i. Dann haben wir die Lagrange-Dichte zunächst mal auf diese Form gebracht. Aber noch allgemeiner wäre es, und ich hoffe, Sie haben es noch nicht abgeschrieben, wäre, wenn wir hier, sagen wir mal, eine beliebige Matrix haben, groß M Quadrat mit Indizes ij und hier mit einem Feld phi j multiplizieren und hier der D'Alembert-Operator hätte einen Kronecker-Delta. Hier dann hätten wir eine allgemeine Lagrange-Dichte, die diagonale kinetische Terme enthält, so wie bisher, aber der Massenterm enthält eine Massenmatrix, die alle Felder nicht trivial miteinander multipliziert. Das heißt, es gibt Terme phi1 Quadrat, phi2 Quadrat, aber auch Terme phi1 mal phi2 mit irgendeinem Vorfaktor. Dann haben wir hier so eine Massenmatrix mit beliebigen Off-Diagonal-Elementen. Aber die Massenmatrix müsste hier in dem Fall natürlich reell und symmetrisch sein, denn der antisymmetrische Anteil fällt weg. So, das ist eine direkte Verallgemeinerung von dem obigen. Bloß hatten wir hier halt eine Diagonalmatrix. Aber das Ganze kann man hier so vereinfacht schreiben als 1/2 mal Matrixprodukt aus einem Operator Gamma mit Indizes ij. Und das ist ein Ableitungsoperator und ich schreibe es mal so als i mal d Ableitung mal phi j. Okay. Ich schreibe i mal d, weil im Impulsraum geht i mal d über in den Impuls p. Das heißt, dann haben wir hier so einen allgemeinen matrixwertigen Differentialoperator, der die Lagrange-Dichte letztlich definiert. Und nochmal hier im Standardfall wäre das eben minus Box minus m Quadrat. Und jetzt haben wir das verallgemeinert zu minus Box mal Kronecker-Delta minus eine beliebige off-diagonale Massenmatrix. Und dann können Sie die gleiche Rechnung durchziehen und es verallgemeinert sich in relativ offensichtlicher Form, nämlich wenn Sie jetzt die Zweipunktfunktion betrachten zwischen zwei Feldern phi i, phi j, ist es im Allgemeinen nicht null, sondern das ist gleich i mal einem Propagator im Impulsraum d i j von p. Und was jetzt einfach rauskommt, ist die inverse Matrix von diesem Differentialoperator ist gleich i mal diesem
p² minus m² insgesamt die inverse Matrix, weil das ist jetzt eine Matrix in diesem Raum der Felder. Und dann von der inversen Matrix nehmen wir den Index i. Das heißt, vereinfacht gesagt, wenn Sie hier den Differentialoperator Gamma nehmen, matrixwertig Gamma i im Impulsraum, das heißt, Sie ersetzen i mal die Ableitung durch den Impuls p, dann gilt, dass dieses Gamma i von p mal dem Fourier-transformierten Propagator mit Index jk von p, das ist gleich Kronecker Delta ik. Das heißt, der Propagator ist im Raum der Felder die inverse Matrix zum Ableitungsoperator in der freien Lagrange-Dichte. Das gilt immer. Und was wir bisher hatten, ist kompatibel damit. Das ist ein Spezialfall mit diagonalen Matrizen, aber das gilt ganz genauso auch im Falle von off-diagonalen Matrizen. Und Sie können es auf zwei Arten herleiten. Will ich hier nicht machen, weil es einfach ist. Entweder Sie fangen an mit dem Fall von diagonalen Feldern, dann können Sie nämlich hier einfach beliebige Linearkombinationen von Feldern konstruieren, indem Sie in eine neue Basis der Felder Phi 1, Phi 2, Phi 3 gehen. Nehmen Sie irgendeine matrixwertige Transformation, neue Felder, wie nennen wir die, Psi 1, Psi 2, Psi 3, sind jetzt eine Linearkombination von Phi 1, Phi 2, Phi 3. Dann ist ja alles über die Phis bekannt, demzufolge können Sie alles über die Psi-Felder auch ausrechnen und dann entsteht genau das. Oder aber Sie schauen sich aus der anderen Vorlesung den Pfadintegralformalismus nochmal an. Da gibt es eine butterweiche Möglichkeit, die Propagatoren herzuleiten und da kommt instantan heraus, dass diese Zweipunktfunktionen das Inverse sind von diesem kinetischen Operator in der freien Lagrange-Dichte. Das ist also besonders schön zu sehen. Also das folgt insbesondere aus dem Pfadintegralformalismus. Okay. Nur das zeigt eben, dass es nicht notwendig ist, dass Felder immer in dieser diagonalen Form in der Lagrange-Dichte auftauchen, sondern sie können durchaus Produkte haben von Feldern schon in der freien Theorie. Das stört nicht weiter. Ja, damit möchte ich jetzt auf einen anderen Punkt eingehen. Und zwar hatten wir jetzt die Feynman-Regeln hergeleitet und geschaut, wie Feynman-Diagramme funktionieren und wie sie aussehen. Und wie gesagt, wir werden noch mehr als genug Feynman-Diagramme im Semester besprechen. Aber ich hatte Ihnen ja versprochen, noch ein paar Bemerkungen zu machen zu den Beweisen, zu den Theoremen, die wir jetzt hier benutzt haben. Diese Kommentare möchte ich jetzt machen. Die sind gleichzeitig eine Überleitung zum nächsten Thema. Dann das nächste Thema betrifft dann die Berechnung von speziellen Diagrammen, nämlich Diagrammen mit Loops, Diagrammen mit geschlossenen Schleifen. Und wie Sie vielleicht schon mal gehört haben, treten dabei mathematische Probleme auf, nämlich Divergenzen, die man beseitigen muss durch Regularisierung und Renormierungstheorie. Das sind interessante physikalische und mathematische Probleme, die man dabei lösen muss. Und wir werden jetzt hier einige Kommentare machen zu den Beweisen, die uns aufzeigen, warum eventuell in Zukunft noch solche Divergenzen hier auftreten könnten und warum das aber interpretierbar ist und kein Problem im letztlichen Sinn für die Theorie. So, also als erstes mal einige Kommentare zu den Beweisen. Wir hatten diesen Dreisatz von Theoremen, Dyson-Reihe, Gell-Mann-Loh-Formel und Wick-Theorem. Von den drei Theoremen ist das Wick-Theorem mehr oder weniger trivial. Dazu sage ich nichts mehr. Aber zur Dyson-Reihe und zur Gell-Mann-Loh-Formel sage ich was. Denn in den zwei Fällen traten Integrale auf. Und wenn Integrale auftreten, kann man sich immer fragen, ob diese Integrale überhaupt konvergieren. Und die Frage haben wir uns nicht gestellt. Und darauf will ich eben kurz eingehen.
also zur Dyson-Reihe. Die Dyson-Reihe war ja letztlich das Ergebnis, dass man gesagt hat, wir haben ein Wechselwirkungsbild und ein Heisenberg-Bild. Und zwischen Wechselwirkungs- und Heisenberg-Bild konnten wir hin und her schalten mit einem unitären Operator U von T. Der war letztlich gegeben durch E hoch I mal dem Hamiltonian der Theorie. Oder E hoch I mal dem freien Hamiltonian der Theorie. Das heißt, dieser unitäre Operator war wesentlich, um zwischen den zwei Bildern hin und her zu schalten. Und dann haben wir den unitären Operator umgeformt zu der zeitgeordneten Exponentialfunktion. Okay. Aber gilt das überhaupt? Und die Antwort ist, diese Herleitung ist vollkommen korrekt, absolut hieb- und stichfest in einer Quantentheorie mit endlich vielen Freiheitsgraden. Das ist also mathematisch völlig korrekt in der gewöhnlichen Quantenmechanik mit endlich vielen Freiheitsgraden. Und auch im Hilbertraum mit endlich vielen Dimensionen. Beispielsweise auch. Da gibt es ein Theorem, Stone von Neumann. Theorem. Aus der Quantenmechanik bzw. Mathematik, was eben besagt, dass diese, insbesondere besagt, dass diese verschiedenen Bilder, Schrödinger, Heisenberg, Wechselwirkungsbild, die sind unitär äquivalent. Das heißt, es existieren unitäre Operatoren, die zwischen den Bildern hin und her schalten. Das gut. Das heißt, dieses E hoch I mal Hamiltonian, das kann man ja hinschreiben, aber das konvergiert halt auch im Sinne von mathematischer Konvergenz von Operatoren auf dem Hilbertraum. Okay, und in der relativistischen Quantenfeldtheorie, was ist jetzt da der Fall? Da wissen wir es nicht so genau, oder wie? Nee, die Sache ist leider noch schlimmer. Es ist nicht nur so, dass dieses Theorem oder dass die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind, sodass wir es nicht wissen, sondern es gilt sogar das Gegenteil. In der relativistischen Quantenfeldtheorie mit Translationsinvarianz gibt es das entgegengesetzte Theorem, das ist von Haag, und das besagt, dass eben diese unitäre Äquivalenz haargenau nicht gilt. Das heißt, es gibt keinen unitären Operator, der zwischen den verschiedenen Bildern hin und her schaltet. Also das ist falsch. In der relativistischen Translationsinvarianten Quantenfeldtheorie. Das ist das Haag'sche Theorem. Das besagt also, dass es keinen unitären Operator gibt, der zwischen Wechselwirkungs- und Heisenberg-Bild hin und her schaltet, außer das Heisenberg- und Wechselwirkungsbild sind identisch und es gibt keine Wechselwirkung. Aber mit Wechselwirkung gibt es nicht. Das heißt also, diese Integrale, die da auftreten, die können nicht konvergieren. Was ist jetzt für uns der Ausweg? Wir wollen das Ergebnis der Dyson-Reihe natürlich trotzdem nutzen. Und der Ausweg ist, dass wir eben sagen, unsere relativistische Quantenfeldtheorie ist letztlich ein Grenzfall von Theorien, die jeweils endlich viele Freiheitsgrade haben. Und solange wir endlich viele Freiheitsgrade haben, gilt ja alles. Und am Ende des Tages machen wir halt den Limes Anzahl der Freiheitsgrade gegen unendlich. Und dann können wir, solange wir den Limes noch nicht ausgeführt haben, alle Theoreme und alle Herleitungen mathematisch sauber nutzen. Und am Ende des Tages müsste man sich höchstens nochmal die Frage stellen, ob der Limes existiert. Aber der Limes muss nicht existieren für einzelne Zwischengrößen, sondern nur dann, wenn wir am Ende aller Tage zum Beispiel Observablen ausrechnen über unsere Green'schen Funktionen und über die Feynman-Diagramme. Das heißt also, erstmal ist die Lösung für uns, dass wir die Quantenfeldtheorie als Limes auffassen und momentan noch nicht den Grenzfall, den Grenzübergang gezogen haben für unendlich viele Freiheitsgrade.
Quantenfeldtheorie als Limes auf von endlichen Theorien. Wobei mit endlichen Theorien gemeint ist, mit endlich vielen Freiheitsgraden. Wir haben zwar immer jetzt eine Quantenfeldtheorie-Notation benutzt, aber die Aussagen gelten dann streng genommen immer dann, wenn man sie anwendet auf ein endliches Raumzeitgitter mit endlich vielen Gitterpunkten oder ähnliches. Okay, so viel zur Dyson-Reihe. Jetzt zur Gell-Mann-Lowe-Formel. Die hat das Ergebnis der Dyson-Reihe erstmal benutzt. Das heißt, wenn die Dyson-Reihe nicht stimmt, dann kann man bei der Gell-Mann-Lowe-Formel auch nicht weitermachen. Aber schauen wir uns mal an, was dazu speziell zu sagen ist. Da würde ich erstmal den Beweis skizzieren, denn die Gell-Mann-Lowe-Formel an sich ist gar nicht so offensichtlich. Also skizzieren wir den Beweis, und zwar am Beispiel für zwei Felder. Der Rest geht analog. Das heißt, zwei Felder, Green-Funktion mit zwei Feldern, dann haben wir Argumente x1, x2. Machen wir OBDA die Zeitordnung so, dass x1 später ist als x2. Und dann wählen wir als Hilfsgröße eine Zeitvariable t unendlich so, dass t unendlich größer ist als die erste Zeit. Die war ja größer als die zweite Zeit und das ist wiederum größer als minus t unendlich. Das heißt, wir nehmen hier eine Zeitkoordinate, picken wir uns, die auf jeden Fall unseren eigentlichen Prozess voll umfasst. Dann hatten wir diese Formel gehabt, u von t, dieser unitäre Operator, der auf jeden Fall existiert in endlichen Systemen. Der war gegeben als e hoch i mal dem freien Hamiltonien, e hoch i h0 mal e hoch minus i mal vollen Hamiltonien mal t, nur zur Erinnerung. Und dann konnten wir mit diesem Operator die Felder im Heisenberg-Bild ausrechnen über Felder im Wechselwirkungsbild. Okay, jetzt also zum Beweis der Gell-Mann-Lowe-Formel. Schreiben wir es erstmal auf. Die Grundgröße, die wir berechnen wollen, ist dieser Erwartungswert im vollen Vakuum Omega, Zustand des vollen Hamiltoniens und Produkt aus zwei Heisenberg-Bild-Feldoperatoren an den Punkten x1, x2. Da wir jetzt die Punkte schon zeitlich sortiert haben, können wir das T-Produkt ignorieren. Dann kommt jetzt die Rechnung. Und die Rechnung bedeutet, dass wir unsere Formel einsetzen. Die Heisenberg-Bild-Felder sind über das U verknüpft mit Wechselwirkungsbildfeldern. Das heißt, das setzen wir ein. So, wird jetzt länglich. Omega, rechts und links, und dazwischen steht jetzt hier zunächst einmal der Ausdruck für unser Phi von x1. Lassen wir hier mal eine Lücke. Unser Phi von x1 ist jetzt u Kreuz zur Zeit t1 mal dem kleinen Phi von x1 mal u von t1. Okay, das war die Umformung zwischen Heisen- und Wechselwirkungsbild. Dann das andere Phi, ebenfalls u Kreuz von t2 mal klein Phi von x2 mal u von t2. So, das ist jetzt erstmal richtig. Soweit kein Problem. Jetzt fügen wir frei hinzu hier eine 1, und zwar in der Form u Kreuz von unserem t unendlich mal u von t unendlich. Und hier auch u Kreuz von minus t unendlich mal u von minus t unendlich. Das ist natürlich eine 1, weil das ein unitärer Operator ist. Warum machen wir das? Weil jetzt hier Folgendes entsteht. Hier zum Beispiel schon in der Mitte entsteht ja jetzt u Kreuz zu zwei verschiedenen Zeiten
Und diese Kombination hatten wir schon bezeichnet als so ein Zeitentwicklungsoperator mit zwei Zeitargumenten u von t1, t2. Das war schon so definiert. Und genau für diese Größe wussten wir, da gilt die Dyson-Reihe, nämlich das ist gleich e hoch minus i mal Integral von t2 bis t1, zeitgeordnetes Produkt davon, über die Variable t' zu dem Wechselwirkungs-Hamiltonian h-int im Wechselwirkungsbild zur Zeit t'. Ja, das wussten wir. Das heißt, diese Größe hier in der Mitte können wir schreiben als so eine zeitgeordnete Exponentialfunktion zwischen den Zeiten t2 und t1. Was gilt jetzt hier? Das ist genauso ein Zeitentwicklungsoperator von t1 bis t unendlich. Das heißt, das können wir auch schreiben als zeitgeordnete Exponentialfunktion von e hoch minus i Integral von t1 bis t unendlich dt' von h-int im Wechselwirkungsbild zur Zeit t'. Wenn Sie sich die Kombination anschauen, dann steht jetzt hier eine zeitgeordnete E-Funktion mit Zeiten zwischen t1 und t unendlich. Hier steht dann phi von x1. Hier steht eine zeitgeordnete E-Funktion zwischen t2 und t1. Hier steht dann phi von x2. Und so geht es natürlich weiter. Hier steht dann eine zeitgeordnete Exponentialfunktion von minus t unendlich bis t2 dt' h-int im Wechselwirkungsbild zur Zeit t'. Wenn man das Ganze insgesamt jetzt betrachtet, dann haben wir hier lauter zeitgeordnete Exponentialfunktionen insgesamt von der Zeit minus t unendlich bis plus t unendlich, und dazwischen sind einsortiert, zeitlich geordnet, die Feldoperatoren phi von x1 und phi von x2. Das heißt, das Ganze, was hier steht, lässt sich zu einem zeitgeordneten Produkt kombinieren, nämlich zeitgeordnetes Produkt von phi von x1, phi von x2 mal der E-Funktion e hoch minus i und jetzt Integral von minus t unendlich bis plus t unendlich dt' h-int im Wechselwirkungsbild zur Zeit t'. Und jetzt ist es so, dass diese E-Funktion, die lässt sich natürlich auch faktorisieren in einzelne E-Funktionen zu den unterschiedlichen Zeitabschnitten, und dann sorgt die Zeitordnung genau dafür, dass letzten Endes dieses Produkt rauskommt aus diesem Abschnitt der E-Funktion mal dem, mal diesem Abschnitt der E-Funktion mal dem, mal dem letzten Abschnitt der E-Funktion. Kann ich alles in einem Aufwasch, in einem T-Produkt zusammenfassen. Das heißt, von hier bis hier kriege ich einen wunderschönen Ausdruck, nämlich genau den, der in der Gell-Mann-Loh-Formel ja am Ende auch steht. Da kommt er her. Das heißt, ich verwandle alle Heisenberg-Operatoren in Wechselwirkungsbildoperatoren, sortiere um und kriege dann natürlicherweise diesen Ausdruck. Und klarerweise wollen wir am Ende dann dieses t unendlich gegen unendlich gehen lassen. Dann haben wir das Integral von minus unendlich bis plus unendlich. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber das erst mal ein Punkt. Und jetzt verbleibt erstens den Limes auszuführen, t unendlich gegen plus minus unendlich. Aber dann haben wir ja hier noch was. Das ist noch nicht das, was in der Gell-Mann-Loh-Formel auftaucht. Nämlich wir haben das volle Vakuum anstatt das freie Vakuum. Und auf das volle Vakuum wirkt immer noch so ein unitärer Operator. Und zwar so ein einzelner unitärer Operator, den können wir nicht durch diese Exponentialreihe darstellen. Und hier drüben genauso. Das heißt, was zu tun bleibt, ist, den Limes auszuführen, aber gleichzeitig zu überlegen, was mit diesem Ausdruck hier passiert. Und die Hoffnung ist, dass der übergeht ins freie Vakuum. Und das müssen wir uns mal überlegen. Um das, diesen Limes auszuführen, machen wir einen Kunstgriff. Nämlich, wir gehen ins Komplexe
Wir erlauben, dass diese Zeitargumente jetzt komplexe Werte annehmen und mindestens kleine Imaginärteile. Wir ersetzen alle Zeiten Ti durch Ti mal 1 minus i Epsilon mit einem kleinen positiven Epsilon. Diese komplexen Zeiten nennen wir dann Tau i, der Einfachheit halber. Und Epsilon ist, wie gesagt, größer als 0. Das ist erstmal eine Ersetzung und diese Ersetzung kann man schon in der allerersten Zeile machen. Dann haben wir also hier Feldoperatoren ausgewertet an Zeitpunkten mit kleinem Imaginärteil. Und es ist hier klar, dass natürlich für Limes Epsilon gegen 0 geht das dann über in die gewünschte Green-Funktion. Und da das eine Identität ist, geht dann auch die zweite Zeile über in die gewünschte Green-Funktion. Das heißt, das ist klar, dass das obige ist dann gleich dem Limes Epsilon gegen 0 plus, also Epsilon bleibt immer positiv, aber geht gegen 0 von diesem Erwartungswert, wobei wir jetzt überall Ti durch Tau i ersetzt haben. Das heißt, wir müssen jetzt dann diese zweite Zeile hier ausrechnen für die Taus anstatt für die reellen Zeiten, umformen und nachdem wir es umgeformt haben, können wir dann den Limes Epsilon gegen 0 bilden. So, dann stehen jetzt hier also überall Taus und jetzt kommt die folgende Behauptung, nämlich diese komischen Störterme am Anfang und Ende lassen sich umschreiben. U von minus Tau unendlich mal dem vollen Vakuum, also mal dem Grundzustand des vollen Hamiltonians mit Wechselwirkung. Das konvergiert für T unendlich gegen unendlich gegen irgendeine Zahl Lambda minus mal dem freien Vakuum. Das hier ist eine Zahl. Das heißt, in dem Limes liefert die Anwendung von diesem U auf das volle Vakuum einfach das freie Vakuum mit einem Normierungsfaktor, aber im Wesentlichen kommt einfach das freie Vakuum heraus. Alles andere wird wegprojiziert sozusagen. Also nochmal zur Vorstellung, diese zwei Grundzustände sind ja völlig verschieden. Stellen Sie sich vor, harmonischen Oszillator, Grundzustand, gestörter harmonischer Oszillator hat einen anderen Grundzustand. Und diese Grundzustände sind dann völlig unterschiedliche Wellenfunktionen. Und hier steht eben, dass wenn Sie diesen Operator auf den gestörten Grundzustand anwenden, kommt letzten Endes der ungestörte Grundzustand raus im Grenzfall. Das ist also eine nicht triviale Aussage. Und das Umgekehrte gilt auch. Wenn Sie hier auf der linken Seite Omega, dann U von plus T unendlich anwenden, dann kommt im selben Limes heraus eine andere Zahl Lambda plus mal dem freien Vakuum. So, und das müssen wir natürlich beweisen. Und für den Beweis nehmen wir jetzt also Epsilon größer als 0 fixiert und wir führen Notationen ein. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir mal annehmen, das Omega ist ja der Grundzustand vom vollen Hamiltonian. OBDA wählen wir die Konstante so, dass der Eigenwert halt gleich 0 ist. Kann man ja machen. Dann ist das hier gleich 0. Genauso, dass dieser freie Vakuumzustand war der Grundzustand des freien Hamiltonians. Da können wir auch die Konstante so verschieben, dass der Eigenwert gleich 0 ist. Wenn Sie das nicht verschieben wollen, dann kriegen Sie sonst überall irgendwelche Faktoren e hoch plus oder minus i mal dieser entsprechenden Grundzustandsenergie. Ja, dann kriegen Sie hier Faktoren e hoch i mal entweder dem Eigenwert hier oder dem Eigenwert dort mal den entsprechenden Zeiten. Eine andere Modifikation tritt nicht auf, aber diese Modifikation ist eine Phase,
die am Ende nicht wichtig ist. Okay, deswegen setzen wir mal OBDA, die Konstanten, auf 0. Und dann gibt es aber eine weitere Basis von Energieeigenzuständen der freien Theorie. Hier nehmen wir an, unser H0 hat eine Basis aus Energieeigenzuständen, die nennen wir N. Und die Eigenwerte sind jetzt hier E0N und N. Das ist also eine Basis von H0-Eigenzuständen. So eine Basis gibt es natürlich. Okay, und das freie Vakuum ist eins der unendlich vielen Basiselemente. So, das ist Notation, aber jetzt zurück zur Behauptung. Wir wollen beweisen, dass dieser Limes hier stimmt. Und um das zu beweisen, nehmen wir ein beliebiges Skalarprodukt von dem Ausdruck mit irgendeinem Basiselement n des freien Hamiltonians. Dann bilden wir n u von minus tau unendlich angewendet auf das volle Vakuum. So, dann rechnen wir. Das ist gleich n. So, und dieses u setzen wir jetzt ein. U hatte ich ja hier nochmal angegeben. Das ist nämlich das hier. Das Produkt aus der freien E-Funktion mal der vollen E-Funktion. Also kriegen wir hier E hoch plus I H0. Okay, mal minus Tau, also mal minus Tau unendlich. Und bevor Sie es abschreiben, schauen Sie, hier H0 wirkt jetzt nach links auf den Eigenzustand. Das heißt, wir können den Hamiltonian H0 ersetzen durch seinen Eigenwert E0n, weil hier links ein Eigenzustand steht. Dann schreibe ich weiter ab, e hoch minus i h mal t. T ist jetzt minus tau unendlich, also plus tau unendlich. Und bevor Sie abschreiben, das Ganze wirkt ja jetzt auf unser volles Vakuum. Das ist ein Eigenzustand von h mit Eigenwert 0. Das heißt, das Ganze fällt weg und hier steht letztlich mal 0, also die ganze E-Funktion fällt weg. Damit ist das Ergebnis gleich E hoch minus I En 0 mal Tau unendlich mal dem Skalarprodukt zwischen den zwei Zuständen N und Omega. Und noch ausführlicher geschrieben ist es eben gleich n Omega mal dem Skalarprodukt e hoch minus i e 0 n mal tau unendlich. Und tau unendlich ist aber t unendlich mal 1 minus i Epsilon. Und jetzt haben wir es geschafft, denn jetzt steht hier eine positive Zahl, denn alle weiteren Energieeigenzustände sind größer als 0. Denn der Grundzustand hatte ja Energie gleich 0. Das ist also eine positive Zahl, mal minus i Epsilon, mal t unendlich. Minus i gibt minus 1, das heißt, hier steht ein komplexer Phasenfaktor vom Betrag 1 mal einer reellen E-Funktion e hoch minus Epsilon mal e0n mal t unendlich. Und für t unendlich gegen unendlich ist das Ganze exponentiell gedämpft, geht also gegen 0 wie e hoch minus Epsilon mal t 0. E hoch minus Epsilon mal t. Das geht also gegen 0. Das geht gegen 0, außer für das Vakuum. Das ist der einzige Zustand, für den das nicht gegen 0 geht, denn im Falle des Vakuums steht hier eine 0 und dann bleibt es konstant. In allen anderen Fällen ist es exponentiell gedämpft. Das heißt, unser Matrixelement von dem gewünschten Zustand mit einem Basisvektor gibt immer 0, außer der Basisvektor ist das Vakuum und damit haben wir die Aussage bewiesen. Es wird nur das Vakuum hier herausprojiziert. Das heißt, wenn man es hier ausrechnet, kriegt man U mal Omega. Könnte man jetzt hier eine Basis einfügen, Summe über
diese dyadischen Produkte, wenn man das einfügt, dann ist das eine 1. Dann wissen wir, es kommt immer 0 raus, außer für den Fall n gleich 0. Dann geht das also insgesamt gegen den Nullvektor mal dem Skalarprodukt von 0 mit Omega. Und diese E-Funktion war dann gleich 1. Das ist also das Ergebnis. Das heißt, wir haben sogar bewiesen, dass unsere Zahl Lambda minus gleich diesem Skalarprodukt hier ist. Genau, das heißt, wir haben einen Hilbertraum von Zuständen und die Eigenzustände von H0 bilden natürlich eine Basis, denn das ist ein hermitischer Operator und die Eigenzustände von jedem hermitischen Operator bilden ja eine Basis des Hilbertraums. Und daraus folgt, dass sich das Omega entwickeln lassen muss nach Eigenzuständen von diesem H0. Naja, die Frage ist nicht völlig unberechtigt und zu der Bemerkung komme ich ja gleich. Aber grundsätzlich wäre es erstmal so, dass Sie in der Quantentheorie natürlich einen Hilbertraum definieren können. Stellen Sie sich vor, in der einteiligen Quantenmechanik ist der Hilbertraum durch die quadratintegrablen Funktionen gegeben. Und auf diesem Raum können Sie den freien, gestörten Hamilton-Operator darstellen. Und die Eigenfunktionen sind halt irgendwelche quadratintegrablen Funktionen. Für den einen Hamilton sind es solche, für den anderen Hamilton sind es andere Basisfunktionen. Aber die Basisfunktionen leben im selben Vektorraum. Aber in der Tat, ganz unberechtigt ist Ihr Einwand nicht, aber ich möchte es erstmal mit der Antwort bewenden lassen. Und Sie können sich eben als Beispiel vorstellen, einen eindimensionalen harmonischen Oszillator mit oder ohne Störung. Dann sind alle Eigenzustände von allen Operatoren halt irgendwelche quadratintegrablen Funktionen. Und die können Sie durcheinander entwickeln. Jetzt hier haben wir den ersten Fall bewiesen. Der zweite geht natürlich analog, das schreibe ich nur auf. Also genauso ergibt sich dann, dass dieses Omega multipliziert mit U von Tau unendlich konvergiert gegen das Skalarprodukt von Omega mit 0 mal diesem 0. Und dann wäre das hier eben unsere Zahl Lambda plus. So, das heißt eben insgesamt für t unendlich gegen plus unendlich passiert jetzt Folgendes in unserer Zeile hier. Ja, das war die entscheidende Zeile, die hatten wir aufgeschrieben. So, der linke Faktor, erstens mal ist alles durch Tau ersetzt und dann geht der linke Faktor gegen das freie Vakuum mal Lambda plus. Der rechte Faktor geht gegen Lambda minus mal dem freien Vakuum und alles dazwischen geht gegen dieses gemeinsame T-Produkt von Phi an der Stelle x1 mal Phi an der Stelle x2 mal der E-Funktion, e hoch minus i Integral. Und im Limes ist das Integral von minus unendlich bis plus unendlich dt' von h int an der Stelle t'. So, das ist das direkte Ergebnis, was wir jetzt erhalten haben. Aber jetzt stört immer noch dieses Lambda plus und Lambda minus. Aber das können wir jetzt ganz leicht wegentwickeln, denn wir haben ja verstanden, wie das entsteht. Können wir angucken, wenn Sie das hier machen. Die Norm des Grundzustandes Omega ist natürlich gleich 1. Ist gleich 1. Aber auf der anderen Seite können wir die genau gleiche Überlegung wie bisher auch anwenden, einfach für diese Norm von Omega. Dann starten wir nämlich hier an derselben Stelle, bloß ohne Feldoperatoren. Haben wir hier Omega-Omega-Skalarprodukt. Dann geht der nächste Schritt,
bläht sich das extrem kompliziert auf. Es passiert genau das Gleiche. Wir kriegen hier Omega multipliziert mit U Kreuz, dann die zeitgeordnete Exponentialfunktion, lediglich ohne die Feldoperatoren an den Punkten x1, x2. Und dann kommt dieser Ausdruck. Das heißt, dieses kann man kompliziert schreiben als freies Vakuum mal Lambda plus mal der Exponentialfunktion von minus unendlich bis unendlich, dann zeitgeordnet mal Lambda minus mal freies Vakuum. Und das heißt, dass wir jetzt das Lambda plus und Lambda minus wegkürzen können. Nämlich, wenn Sie den Quotient bilden von hier geteilt durch hier, dann ist die zweite Zeile ist gleich 1, ändert der Quotient nichts an dem Ergebnis. Aber wenn Sie den Quotient bilden, dann fällt Lambda plus mal Lambda minus einfach weg. Im Zähler verbleibt dann genau der Zähler der Gell-Mann-Low-Formel, nämlich freies Vakuum T mit der vollen E-Funktion von minus unendlich bis unendlich. Und im Nenner ist Lambda plus Lambda minus weggefallen und es verbleibt genau der Nenner der Gell-Mann-Low-Formel. Das heißt, der Quotient liefert haargenau die Gell-Mann-Low-Formel. So, das heißt, wir haben die Gell-Mann-Low-Formel tatsächlich hergeleitet. Und zwar zunächst mal über den Kunstgriff, dass wir weggegangen sind von der reellen Achse. Wir haben leicht komplexe Zeiten eingeführt. Wir wissen, dass dann für diese leicht komplexen Zeiten die Herleitung durchgeht. Das konvergiert gegen die gewünschte Green-Funktion und danach können wir noch den Limes Epsilon gegen 0 machen und dann konvergiert es tatsächlich gegen die Green-Funktion mit reellen Zeiten. Hatten Sie eine Frage? Ja, hinter Ihnen. Okay, alles klar, gut. Okay, damit haben wir es hergeleitet. Aber jetzt der analoge Kommentar zur Dyson-Reihe und auch ein weiterer Kommentar zu Ihrer Frage. Nämlich, erstens mal benutzen wir hier die Dyson-Reihe, das heißt, das Ganze kann nur gültig sein unter der Voraussetzung, dass die Dyson-Reihe auch stimmt und die stimmt ja nur für endliche Quantensysteme und nicht für eine translationsinvariante Quantenfeldtheorie. Das ist also klar. Beweis gilt natürlich ebenfalls nur für endliche Quantensysteme. Aber dafür ist der Beweis streng gültig. Und wenn wir aber den Limes betrachten, dass die Anzahl der Freiheitsgrade gegen unendlich geht, dann passiert erstens mal das, dass die Dyson-Reihe nicht mehr stimmt und das Haagsche Theorem besagt, dass wir diesen unitären Operator nicht mehr haben. Aber es passiert hier sogar noch das, worauf Sie angespielt haben, nämlich für den Fall, dass die Anzahl der Freiheitsgrade gegen 0 geht, gegen unendlich geht, passiert zusätzlich noch das, dass dieses Skalarprodukt hier zwischen dem freien Vakuum und dem vollen Vakuum gegen 0 geht. Das geht gegen 0 letztlich proportional zu 1 durch Volumen der Raumzeit oder zur Anzahl der Freiheitsgrade. Und dann ist natürlich diese Herleitung auch nicht mehr so gut gültig, weil dann würde der Zähler und Nenner jeweils gegen 0 gehen. Aber das zeigt auch schon die Lösung. Nämlich die Lösung ist eben, dass zwar in der Herleitung dann jeder einzelne Faktor nicht mehr definiert ist, jeder einzelne Faktor gegen 0 oder gegen unendlich geht, aber der Quotient, die Gell-Mann-Low-Formel als Ganze, kann eben endlichen Limes haben für die Anzahl der Freiheitsgrade gegen unendlich. Und da gibt es keinen Widerspruch, das will ich nur kurz aufschreiben. Also, aber der Limes dafür, dass die Anzahl der Freiheitsgrade gegen unendlich geht, von Zähler dividiert durch Nenner, kann prinzipiell existieren.
Und ich betone also nochmal, dass wir deswegen diese Sichtweise haben, die ganze Quantenfeldtheorie als Grenzwerttheorie aufzufassen von einer Familie von Theorien, die jeweils nur endlich viele Freiheitsgrade haben. Das heißt, zunächst mal gelten alle Herleitungen und wir müssen uns fragen, was im Grenzfall passiert. Da gehen vielleicht alle möglichen Größen gegen Null oder gegen Unendlich, aber solche Endergebnisse, die können gegen einen endlichen Wert gehen. Und die Frage, die wir dann einzig und allein stellen müssen, ist nicht, ob Zwischenergebnisse sinnvoll sind, sondern ob das Endergebnis physikalisch sinnvolle Eigenschaften hat. Wenn die Grenzwerttheorie, die rauskommt, physikalisch sinnvoll ist, dann haben wir eine perfekte relativistische Quantenfeldtheorie definiert. Und der Vorteil von dem Ganzen ist eben, es ist dann klar aufgrund dieser Prozedur und dieser Kommentare, die ich gegeben habe, dass diese Grenzwerttheorie sogar interessante physikalische Eigenschaften haben dürfte, die darauf beruhen, dass halt sie nicht ein Spezialfall ist von Theorien mit endlich vielen Freiheitsgraden, sondern da treten qualitativ neue Effekte auf durch diesen Grenzprozess. Also das kann existieren und ist sinnvoll.